Hallöchen. Kann ich dir einen Drink spendieren? Nee, danke, hab noch. Aber Oma will bestimmt noch einen Wodka Red Bull. Noch einen Wodka Red Bull für meine Oma, bitte. Glaub's nicht. Ist der Hammer, oder? Wir machen alles zusammen. Tanzen, Oma? Ich will nach Hause. Die ganze Zeit rüber. Ich glaube, der steht auf dich. Ich glaub's nicht. Na, ich wundere mich auch, wenn die noch alles abschleppen. Hi. Hi. Ich glaube, meine Oma finde ich ganz süß. Wow, ey. Du bist mir schon auf der Tanzfläche aufgefallen. Bitte nicht. Zu dir oder zu mir? Ich will nach Hause. Okay, zu dir. Aber mach nicht zu doll, Oma. Morgen gehen wir zu Monsters am Rock. Was geht, tanzen? Nach Hause. Moment. Mit den Schuhen kommt ihr ja nicht rein. Warum nicht? Wieso? Was stimmt denn mit den Schuhen nicht? Das sind nicht die richtigen Schuhe für unseren Club, Claire? Ja? Wieso das denn? Weil ich das sage, klar? Ach, weil du das sagst. Bist du so eine Art deutsche Schuhnorm oder was, oder wie? Junge, ich muss das hier nicht ausdiskutieren, ja? Wenn ich das sage, dann ist es so, klar? Komm. Hey, was soll denn das? Und was für Schuhen? Kommt man hier rein? Etwa mit so Zuhältertretern wie dein, oder wie? Junge, ich glaube, es ist besser, du gehst jetzt nach Hause, ja? Ich gehe nach Hause, wann ich will. Komm, ab in die Eier, Junge. Juhu! Sag mal, spinnst du? Boah! Hey, hör doch auf! Du bist so ein Idiot. Boah! Oh. Auf, du tust ihm doch weh! Spinne! Hier, riech mal meine Blume. Sag mal, Junge, du kapierst das überhaupt nicht, hä? Huh? Guck dir mal den Anzug an. Oh. Oh, meine Nase! Oh, meine Nase! Oh, haust du jetzt ab? Haust ja, du? Ja, ist gut. Wir hauen ab. Oh, meine Nase. Oh, sorry, Mann. Wir haben den ganzen Tag im Zirkus rumgehangen. Alle Nummern sind schief gegangen. Wir sind wie die Sicherung durchgebrannt. Freunde? Schwamm drüber, wenn ihr dann verschwindet. We'll be right back.
Hallo, ich bin die Flo und suche dringend Anschluss. Meine Hobbys sind Volleyball spielen, Kino und Reisen. Mein letztes Reiseziel zum Beispiel war Südafrika. Und da könntet ihr mich zum Beispiel fragen, ob es da noch Apartheid gibt. Und ja, ich stehe jetzt hier noch genau so lange, bis dieser Drink hier leer ist. Und wenn mich bis dahin keiner angesprochen hat, dann fahre ich nach Hause und trinke eine ganze Flasche Rotwein allein vor dem Fernseher. Dankeschön für die Aufmerksamkeit und einen schönen Abend noch. Entschuldigung, ganz kurz nur danke. Ich wollte nur sagen, dass ich das ziemlich beeindruckend finde, hier vor so vielen Leuten zu sagen, dass man gerne Anschluss hätte. Wirklich, Hut ab. Beinahe hätte ich dich auch angesprochen. Aber ich habe Schweineangst vor Frauen mit so einem großen Selbstbewusstsein, deshalb lasse ich es besser. Okay, vielen Dank. Sag mal, du ziehst dir doch hier nicht vor allen Leuten allein Koks hoch, oder? Was? Nee. Ist doch viel zu gefährlich. Wenn du nicht Bescheid, dann geh für so einen Scheiß in den Knast. Das ist Mehl. Mehl? Echt? Na klar. Kann ich auch mal? Verdien dich. Das bringt dir überhaupt nichts. Ist aber erlaubt. Ich bin ja jetzt schon gespannt auf deine neue Freundin. Scheint ja was Ernstes zu sein mit euch beiden diesmal. Mit Petra? Ich glaub schon. Sieht hammer aus. Ist nicht gerade dumm. Ist halt nur ein bisschen, naja, mach dir selbst ein Bild. Da ist auch schon. Petra, hier drüben. Ha! Lu, sorry für die Verspätung. Verspätung, aber ich habe nicht sofort einen Parkplatz gefunden. Sag, ist die auf Droge? Nein, sie ist halt ein älteres Modell. Es ruckelt halt. Ist das nicht total nervig? Ja, manchmal schon, aber sie hat alle Funktionen, die auch jüngere Modelle haben. Dauert halt ein bisschen länger. Denn? Hallo. Ja, cool, dass wir uns auch mal kennenlernen. Ha! Ich freue mich auch. Sag mal, was trinkt ihr hier Leckeres? Also, ich glaube, ich brauche erstmal einen Mojito. Ha! Du, ich gern ein Mojito. Jetzt ist er komplett hängen geblieben. Komplett hängen geblieben? Ach du Scheiße, du bist ja wahnsinnig. Ja, ich weiß, aber das geht schon irgendwie. Boah, die ruckelt ja total. Sag mal, hast du die billig auf einer Ü40-Party geschossen oder was? Ja, na und? Ja, da darfst du dich nicht wundern, wenn du so ein altes Modell kriegst. Guck mal, da kommt meine neue. Jessie! Nagelneu und total benutzerfreundlich. Allein schon das Touchpad. Toll, jetzt reib's mir noch unter die Nase. Sag mal, wollen wir gleich noch tanzen gehen? Da ist ein neuer Club direkt in die Ecke. Na los, raus hier. Was ist denn mit der? Dein Vorgängermodell. Die packt's mit der Leistung nicht mehr so ganz. Peinlich. Was hast du mir da anbrennen lassen? Ja, ich weiß. Können wir jetzt mal das Thema wechseln? Okay, kommst du? Ja. To. Ach, da ist ja mein Mojito. Oh, und ich wollte erst das Schwarze mit den Spaghetti-Trägern anziehen. Wo hast du deins gekauft? Gar nicht. Habe ich von meinem Freund zum Geburtstag geschenkt bekommen. Echt? Ich auch. So ein großer Sportstudent? Genau, Jan Philipps. Ja klar, ist mein Freund. Meiner auch. Das gibt's ja gar nicht. Ich wollte erst dann annehmen. Süß. Meine auch. Eine kleine Schwarzhaarige? Genau. Aus Bielefeld. Zahnarzt-Helfer und Hobby-Glasmalerei. Flipp aus, das ist er. Wie geht's dem Papa? Weiß nicht. Hab eben nichts mehr von ihm gehört. Wir haben uns gestritten. Wir auch. Wegen seiner neuen Beziehung? Genau. Ich hab gesagt, er kann nicht mal. Das gibt's ja gar nicht. Ist es die mit den lila Haaren?